So, und weiter geht's auf der Ishimura. Wir sind in der letzten Folge ja notgelandet und wurden relativ fix mit so etwas konfrontiert, wo keiner weiß, was es ist. Und ja, wir begeben uns jetzt erstmal in Richtung Missionsziel weiter, weil die andere Tür da hinten war zu. Wow. Yep. Yummy. Okay, wo kam der her? Stampf. Hihi. Kulla. Vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Okay. Also genau das Gegenteil von Starship Troopers. Ne? Starship Troopers, die sind immer genau auf die Mitte zielen. Ha, toller Film. Könnte ich mal wieder angucken. Diese Stelle kommt mir noch bekannt vor und ich fand sie nicht schön. Ist im Allgemeinen so offene Räume atmen meistens. Atmen meistens in irgendwas Unschönes aus. Stasenmodul. Sehr gut, sehr gut. Ha. Yep. Ah. Das ist. Stasis ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Versuch mal das Stasemodul, das du gerade aufgehoben hast. Ah. Wie vorhersehbar. Und durch. Hihi. Okay. Das hat mich jetzt noch ein bisschen geschockt. Egal. Weiter geht's. Rennen wir mal ein wenig. Das. Ecken sind in so Spielen immer fies. Und sowas auch. Da ist. Das Einzige, was die hier damals ein bisschen verhauen haben bei der PC-Umsetzung, ist die Steuerung. Das ist teilweise ein bisschen sehr, sehr behäbig. Zumindest beim Zielen. Also, ein Trick ist erstmal V-Sync ausmachen. Das macht das ganze Spiel wahr. Da müssen wir nicht lang. Wo müssen wir lang? Wir müssen da hinten lang. Da nochmal lang. Da ist nämlich auch noch zu, aber den. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Das muss nicht sein. Wir laden mal eben nach. Aha. Oh, gut. Licht ist wieder da. Und ich habe gerade auch noch das Gamma runtergedreht. Beziehungsweise die Helligkeit runtergedreht, weil es einfach zu hell war. Gute Idee. Sehr gute Idee. So. Ja. Wo ist er denn da? Jetzt. Ich weiß, was wir da gerade aufgenommen haben. Ich bin mir jetzt noch nicht mehr sicher, wozu es gut war. Oder was es überhaupt war. So, Stasis-Modul. Kralle gelöst. Aktivieren. Aktivieren wir doch mal. Ja, wir müssen beide Krallen dran haben und ich vermute. Ja, zieht er sich wieder ein? Ja, noch bleibt er draußen. Gehen wir mal rüber. Drüben ist die zweite Kralle. Fort mit dir. Boah. Mensch. Da! Muss man abreagieren. Looten. Oh, ist sicher ein fremdes Ohr. Hua! Yay! Luckshot! Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn 20. vorgeschafft, aber ein Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Okay, den müssen wir mit dem Stasemodul dann abbremsen. Also dran. Na, komm. Stase ist drauf. Hoch und ziehen. Sehr schön. Ach ja. Manchmal klappt auch was. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Oh, haben wir ja auch. Ah, Stase-Station. Du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen.
Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja, nicht nur da draußen, hier drinnen auch. Hier kriecht überall was rum. Ja. Was ist aber nochmal drauf treten, bevor das Viech irgendwie auf dumme Ideen kommt? Bitte warten. So, Tür zu fertig. Komm. Waggonersetzung abgeschlossen. Dam da da da. Hervorragend. Ja, vor der Tür stehen und fragen, wo man hin muss. Sehr smart, Daniel, sehr smart. Da, da. Ich höre was. Ach, da oben. Ja, komm, verpiss dich. Geh. Geh mit Odin, aber geh. Dazu. Heißt, wir gehen jetzt hier ganz geschmeidig wieder zurück. Geschmeidig. Bleib geschmeidig. Stase. Und durch. Hier so Luken am Boden, die sind auch immer sehr. Oh, was war das? Das war ein Lag. Und noch eine Stase-Station, meine Hände. Die sind auch immer sehr verdächtig. Ja, durch. Boah. Und schön mit der Stase daneben gehauen. Einfrieren. Und. Erledigt. Und zack. Ich weiß jetzt, warum das Spiel mich damals so gecreept hat. Warum ich das heute immer noch creept. Das ist. Aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Empfehle ich jedem. Ist heute günstig zu haben. Und das muss nicht immer Dead Space 3 sein. Bei Dead Space 3 auch gut ist. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Okay, also auf zum Wartungssektor. Wie sieht's mal aus? Wie geht's denn da hin? Wo geht's denn? Kamen wir da vorhin her? Ich habe eigentlich ein ziemlich gutes. Was war das für ein Schatten? Schatten. Okay, hier kam man vorhin her. Alles klar. So. Hier war gerade ein Schatten. Das gefällt mir nicht. Speicherstation. Safe. Immer safen. Safe, safe. Ja, ich spiele erstmal auf einfach. Ja. Ist okay. Bevor hier einer gleich von wegen Easy Mode und so. Was ist das? Audiolog. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Ei. Wird erledigt, Boss. Dunkel. Ach, Aufzug. Aufzug. Aufzüge. Ach. Isaac? Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Alles klar. Schüsse suchen, weiß Bescheid. So, und das war eine sehr kurze Aufzugsfahrt. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Aha, aha. You dead? You dead and... Tot. Tot, alle tot. Zwei untot, tot. Also doppelt tot. Ja, so Kanister sind sehr praktisch. Aber den auch? Ist er schon... Ist er schon tot? Ist er schon tot? Ja, sieht so aus. Ja, ja, ja. Mal Loot fallen gelassen, also... So. Was war das? Muss ich da? Ja, da muss ich lang. Also hier. Wupp. Also nicht mein Freund. Komm, ein bisschen Muni sparen hier. So. Erledigt. Aber genau, wir gehen jetzt mal eben kurz hoch. Gucken, ob da
Ich hab was am Schuh. Ach, eklig, wenn man ständig in die Leichen tritt. Mal alles im Profil hängen. Oh, ist das? Stasopack. Yeah! Und wo sind wir hier? Ah, eine Werkbank. Fürs Handwerk. Hä? Fürs Crafting. Kommen wir aber noch nicht rein. Also müssen wir erstmal oben rum. Also wieder zurück. Ab in den Aufzug. Da-da-da-da-da. Nein, ich bin ganz entspannt. Das ist wie Urlaub hier. Nur gratis. Plasma-Energie, sehr gut. Wie viel Schuss habe ich? Habe ich Munition. Da kann ich richtig rumsauen mit. Optimal. Brauche ich ja gar nicht so sparend mit umgehen. Ja, wieder hoch mit dem Aufzüge machen einen hier leicht paranoid. So, und raus. Raus. Erstmal gucken, was hier im Tresor ist. Inventar ist voll. Der sieht so aus, als könnte er noch am Leben sein. Ach ja. Wenn es wenigstens vorhersehbar ist. Kann ich ja wunderbar mit leben. Wow, das war schon wieder nicht so schön. Boah, zum Glück habe ich hier keine Facecam mitlaufen. Aufgabe erfüllt. Lass mir dann die. Können wir nochmal aufladen. This is a static free work area. Sehr schön. Das freut mich. Rechnung für Reparaturen. USG Ishimura. Abteilung für Ziel. Stirb. So. Was hatte ich denn da gerade aufgesammelt? Auswählen. Ja, auf. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie man hier durchs Menü navigiert. Eingabe auswählen. Wie war das? Navigieren, Eingabe. Nix. Inventar. Log. Nee, doch, Datenbank. Nachricht von Nicole, Monorail-System reparieren. Was haben wir noch? Das Missionsjournal. Da ist die Karte. Mal kurz ins Log. Training, Kapitel 12. Nee, okay. Ja. Gehen wir erstmal wieder zurück. Immer noch. Ja, alles Munition voll. Kann gar nicht sein. Normalerweise hast du bei so Spielen immer Munitionsmangel. Grundsätzlich, so 3 Schuss. Oder schon viel. Und da ist 8 Gegner um mich rum. Also 3 umgehen und die restlichen mit ihrer Pistole niederknüppeln. Und wieder abwärts. Hä? Ah! Boah. Sowas werde ich mit Schockeffekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Mein Herz. Aber egal, es ist gut. Es ist nur ein Spiel. Ein verdammt gruseliges Spiel. Aber nur ein Spiel. Oh, komme ich da jetzt rein? Nein, immer noch nicht. Doch, jetzt komme ich da rein. Sehr gut. So. Ah, das ist wieder so ein Energieknoten. Nehmen wir mal mit. Cool, jetzt hier Medpack mitnehmen. Direkt mal auffüllen. So, da haben wir die Platine, die wir gesucht haben. Sehr schön. Und wir haben die Werkbank. Gucken wir kurz, was wir mit der Werkbank. Ja. Gucken wir kurz, was wir mit der Werkbank anfangen können. Ah, komm. Uff. Nano-Schaltkreis reparieren. So, wir können jetzt aufrüsten unseren Plasma-Cutter, unser Rig oder das Stase-Modul. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, was wir mit unserem Plasma-Cutter machen können. So,
das ist jetzt hier quasi der Schaltplan, wo wir unten rechts diese Knoten einsetzen können. Wir können uns jetzt aussuchen, von wo wir starten. Ne? Also entweder von hier oder von hier. Und dann brauchen wir für jeden Punkt quasi einen Knoten. Ne? Und jeder Punkt, der eine Farbe hat, verbessert einen bestimmten Bereich. Ne? Sprich, rot Schaden, blau Kapazität, gelb das Nachladen und grün das Tempo. Ich würde sagen, da ich absolut kein Freund davon bin, mitten im Fight einfach nachladen zu müssen, erhöhen wir erstmal die Kapazität. Ja, möchte ich. Und dann würde ich sagen, noch einen auf Schaden. Ja, und dann arbeiten wir uns hier durch, hier hoch und würde ich sagen, hier weiter in die Richtung. Aber das im Laufe des Spiels dann weiter. So, wir haben beide Knoten verhauen. Hier können wir uns nochmal die Rig angucken. Können wir dann eigentlich immer nur aussuchen, ob wir Luft- oder Trefferpunkte aufrüsten. Dann haben wir noch das Stasemodul. Da können wir dann aussuchen, ob wir die Wirkedauer der Stase erhöhen oder die den Energievorrat. Ja, so, aber das war's erstmal mit der Werkbank. Und ich würde sagen, wir begeben uns dann auf den Weg, die Platine einsetzen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.